Schloss Wickrath bietet nicht nur eine malerische Kulisse inmitten von Mönchengladbach. Es ist auch Sitz der Zentrale der rheinischen Pferdezucht. Während am Vortag die Sichtung von Reitponys und Pferden für das große Finale, dem Bundeschampionat, abgehalten wurde, werden heute die Elite-Stuten des Rheinlands gesucht. Eine eindeutige Gewinnerin zu finden ist allerdings nicht so einfach. Unter den 134 teilnehmenden Stuten verschiedenster Rassen befinden sich einige vielversprechende Tiere. Die Spreu vom Weizen zu trennen, dafür ist die vierköpfige Jury da. Und dem geschulten Kennerblick entgeht nichts. Also es gibt natürlich bezogen auf jede Rasse, rassespezifische Merkmale. Darüber hinaus entscheidet natürlich immer für die weitere Rangierung unter anderem die Gangqualität, die Körperqualität, Rasse, Geschlechtstyp und das Ganze im Gesamtbild. Sie werden nie das perfekte Pferd finden. Es ist immer ein Abwägen zwischen Vor- und Nachteilen. Aber es werden sich letztendlich die durchsetzen, die in der Gesamtheit dem Perfekten am nächsten kommen. Während es sich die Zuschauer im Schatten gemütlich gemacht haben und in der ersten Runde die deutschen Reitponys beim Auflaufen bestaunen, wird es für die Prachttiere und deren Besitzer ernst. Ob allerdings Mensch oder Tier nervöser auf dem Feld ist, das lässt sich oft nicht so wirklich sagen. Es ist ein sehr starkes Starterfeld, also ich hoffe, dass wir eine Chance haben. Es wird nachher rangiert und mal gucken, wo wir landen werden. Sie nehmen das professionell, würde ich mal sagen. Sie hat einen sehr guten Charakter und ist innerlich auch sehr ausgeglichen, sodass sie das also nicht so ganz viel ausmachen wird. Ein gesundes Maß an Nervosität ist für die Stuten kein Ausschlusskriterium. Trotzdem wird gerade auf gebührliches Verhalten, also ein gehorsames Auftreten, geachtet. Da hilft es wenig, wenn das Fell glänzt oder der Gang vorbildlich ist. Die perfekte Mischung macht es. Und die haben die Zuschauer auch geboten bekommen. Vom Aussehen her, vom Gehen, von der Gangart, also sind schon wirklich exzellente Tiere, die hier jetzt zur Schau vorgestellt werden. Man konnte deutlich sehen, welche Tiere wirklich gut waren. Und die Siegertiere, die hebten sich ab von den anderen. Ja, würde ich sagen. Oh ja, sehr beeindruckend. Da sind schöne, wirklich schöne Pferdchen dabei. Ich habe nicht so viel Ahnung von Pferden hier. Meine Enkelin mehr. Ich finde, das sind alle sehr schöne Tiere. Also, die laufen auch eigentlich sehr schön. Im Finalring der deutschen Reitponys wird es noch einmal spannend. Die Gunst der Jury kann sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen dann aber die von Komplimenten überhäufte Stute Don't Worry's Lady sichern. Rechnet nicht, nee. Gehofft vielleicht, aber rechnen kann man ja nicht immer damit. Die wird erstmal weiter geritten und wird dann auch auf Turnieren nächstes Jahr vorgestellt und dann gucken wir später mal in die Zucht. Schauen wir mal. Das ist das harte Los des Ruhmes, denn selbst nach einer gewonnenen Elite-Show kann man sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen.